gleich vorweg, das Gesetz an sich gibt nicht vor, etwas anderes zu sein. Es ist das erklärte Ziel dieses Gesetzes, die Meinung zu unterdrücken, und das tut es auch. So weit, so schlimm. Jede erzwungene Meinungsunterdrückung ist naturrechtswidrig und damit insgesamt rechtswidrig. Aber erstmal keine versteckte Hinterlist, sondern klar und gerade heraus. Immerhin. Neuerdings gibt es da allerdings eine verhängnisvolle Entwicklung, die das Ganze nun endgültig zur Katastrophe werden lässt. Dieses Gesetz wird nun nicht mehr dazu eingesetzt, um den Nationalsozialismus zu bekämpfen. Es wird eingesetzt, um Kritik an der Regierung zu unterbinden. Und das funktioniert folgendermaßen. Die Regierung macht etwas mit Menschen, die niemandem etwas getan haben. Etwas, das der Staat schon früher mit anderen Menschen, die niemandem was getan haben, gemacht hat. Jene, die sich in der Geschichte auskennen, erkennen prompt Parallelen zu etwas, das schon mal war, und weisen darauf hin, dass da schon mal sowas war. Und nun reagiert der Staat mit dem Verbotsparagraphen. Dadurch, dass man das, was da schon mal war, mit dem, was gerade genauso wieder ist, vergleicht, macht man sich der Verharmlosung schuldig. Und auch ich darf in diesem Video nicht klar dagegen Stellung beziehen. Denn selbst die Meinung, dass man das sehr wohl vergleichen kann, dass so ein Vergleich in sich gar nicht geeignet ist, irgendetwas zu verharmlosen, das könnte schon kritisch sein, und deswegen tue ich das hier auch nicht. Danke für deine Zeit.